Moin, herzlich willkommen bei Tactical Dad Germany. Mein Name ist Marcel und heute geht es um dieses schöne Paracord-Armband, zur Verfügung gestellt von der Firma Messerworld, ja, Berlin. Super Menschen, super Kundenservice, top die Leute. Und das ist eine ganz neuartige Option, ja, Feuer zu machen. Und nicht immer einen riesen Feuerstahl mitzuschleppen. Ich habe meinen aufgrund dieses Armbands jetzt natürlich wieder nicht am Mann, aber wie das funktioniert, könnt ihr euch jetzt angucken. Bis gleich. So, dann wollen wir das Ganze mal auspacken und ein bisschen mit einem normalen Paracord-Armband vergleichen. Damit ihr auch diese Farbunterschiede seht, ja, das ist mehr so Khaki und das ist hier Oliv. So, und ja, dann wollen wir mal einfach mal auspacken und ich zeige euch das alles, ja. Also das Ganze kommt von der Firma Paracord Sail und ist halt eine neuartige Weiterentwicklung des Paracords. Und da geht es primär nicht mal um dieses schöne Teil hier, wo wirklich alles dran ist, sondern mehr darum. Ja, mehr dazu gleich. Ich würde euch gerne vorlesen, was hier steht. Ich kann aber kein Russisch, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil das erklärt sich ziemlich von selbst. Ja, das ist ein Flaming Lizard, ja. Und ich mache das jetzt einfach auf hier und versuche das mal so ein bisschen rauszudröseln hier. Tuck, 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 tuck. Na. Und dann haben wir hier nämlich schon mal das normale Paracord-Armband. Ja, das ist ziemlich genauso dick wie das andere, genauso aufge... Ja, wie heißt das eigentlich? Aufgebaut? Keine Ahnung. Ja, und von Umfang her gibt es da verschiedene Größen. Das hier ist zum Beispiel jetzt die Größe, ich glaube 23. Und das ist für meine Verhältnisse doch ziemlich passend. Na? Wenn man es denn zukriegt, wohl bemerkt. So, ne? Also ich habe ein bisschen Luft, das muss aber auch so sein. Ich mag das nicht, wenn das so eng ist, auch wenn es bei dem Tracker so ist, ja, das ist nur so, damit die Plauze halt verschwindet. Gut, sehr coole Farbe, finde ich, passt sich auch sehr gut an so olive T-Shirts an und so. Und was hier halt immer primär wichtig ist, finde ich, ist, dass man halt am EDC ein wenig spart. Zum Thema EDC kommt auch noch ein Video die Tage. Da wurde ich gebeten, mal drauf einzugehen. Okay, ja. An für sich sitzt das super und es stört auch nicht. Das habe ich ganz oft, wenn hier diese Pfeifen oder sowas da dran sind, dass die irgendwie drücken oder so. Das ist hier jetzt gar nicht der Fall. Wird sich natürlich im Langzeittest ein bisschen zeigen dann, wie das so ist, wenn man so schreibt und ne, aber man kann es ja theoretisch auch hier hinpacken und naja, ich weiß nicht, ich habe das lieber mal da. So, was kann das Ding? Ja? Als allererstes kann das natürlich pfeifen. Ja? Keiner gehört. Ja, haben wir hier also eine Notfallpfeife, die auch funktioniert, sehr gut. So. Dann haben wir einen Kompass, der sich auch sehr gut bewegen lässt. Also der ist hier oben drauf. Ne? Was ich sehr gut finde, ist, dass da zum Beispiel keine Blasen entstehen oder sowas. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also wenn ich das gerade halte, dann zeige ich das auch Richtung Norden an. Das ist auch Norden, ich weiß das hier zufällig. Und dann haben wir natürlich einen Schaber, ja, wie immer hier. Und hier drin ein Feuerstahl. So, und jetzt kann man natürlich hier richtig schön Funken erzeugen. So, ja, also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und das, obwohl diese Beschichtung da drauf ist, ich muss hier jetzt gleich mal ganz kurz umbauen. Warte mal, ich falte jetzt nicht um. Bitte, 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 bitte. So, okay. So, dann habe ich nämlich hier so ein Platzdeckchen. Und da tue ich jetzt einen Teller holen und dann probieren wir gleich nochmal was aus, weil da gibt es nochmal ein extra Teil. Bis gleich.
So, liebe Freunde, ein wenig andere Ansicht. Nochmal so zum Vergleich. Wirklich viel Unterschied haben wir hier nicht. Ne? Das Einzige, was halt ist, ist, hier ist ein Feuerstahl anstatt so ein Pinöppel. Und dann, was hier aber cool ist, ist, das Ding ist so ein bisschen gewölbt, wie auch immer. Und das hier ist halt ziemlich gerade und ein bisschen dicker. Das sieht man natürlich. Da ist natürlich aber auch mehr dran. Also hast du hier natürlich noch den Einschub für dieses Sharping, also für den Striker. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Neuheit. Nämlich das hier ist Flaming Cord. Ja, so heißt das. Und das soll... Na, also das Ganze wird getragen an der Buchse. So. Ich gehe hier rein, habe hier also eine große Schlaufe, ja. Mach das so hier drum, fiemel das hier durch und habe das dann hier so hängen und kann das zum Beispiel da drin verstecken. Ja, das, dafür ist dieses Band und das ist sehr lang. Das ist einfach eine EDC-Ergänzung, um schnell Feuer machen zu können. Und hier unten ist das dementsprechend verschweißt. Und jetzt nehmen wir einfach ein Teil da so ein bisschen raus. Wenn es denn so einfach wäre. Ne? Wofür hat man ein Messer am Mann? Genau dafür, ja. Dann kann man nämlich hier richtig ein kleines Stück hier abmachen. So. Ja, ihr seht das. Ich habe ein ganz kleines Stück jetzt offen gemacht. Jetzt habe ich hier natürlich so ein Loch drin. Aber das ist alles überhaupt nicht schlimm. So, jetzt nehme ich als nächstes die Schere. Und schneide das hier auch ab. Wieder, ja. So. Dann kann ich das hier nachher mit einem Feuerzeug ganz einfach wieder versiegeln. Ich mache das jetzt einfach mal. Und damit ist es wieder einsatzfähig. Jetzt haben wir hier ein ganz kleines Stück Paracord, Firecord. Ja? Und hier drin ist jetzt nicht, wie man das so für üblich empfinden, diese kleinen Bändchen, sondern hier drin, wenn man das jetzt aufdröselt, hat man einen sehr effektiven Zunder, so wie ich das Ganze verstanden habe. Ja? Und das war auch für mich eine absolute Neuheit, die ich absolut cool fand. Deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen. Ja? Und da habe ich gesagt, liebe Firma Messerworld, bitte, bitte lass mich das in die Welt hinaustragen. Und die haben gesagt, ja, cool, machen wir. Ja, also, wir sehen das hier. Das ist wie so ein kleiner Zunder hier. Das kann man dann so aufdröseln. Und das wird, so wie ich das sehe, sehr, sehr gut brennen. Ja? Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich hoffe, dass das dann auch wirklich so funktioniert, wie es denn sein soll. Ja. Na, da war schon fast an. Ist natürlich sehr, sehr ekelig, immer diese Geschichte mit dem Paracord. Ja, dass man nicht genug Platz hat. Normalerweise bin ich immer ein Freund davon, wenn man den Feuerstahl so da drauflegen kann. Ja, und dann einfach da dahin streicht. Das geht hier aber irgendwie nicht. Weil das Ganze natürlich auch
sehr, sehr hickelig ist durch dieses Paracord. Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch einfach zu wenig genommen. Ne? Aber dafür sind wir ja da. Dafür müssen wir das ja ausprobieren. Wird er mal im Stehen. So. Wie ihr seht, es brennt. Ja. Sehr, sehr cool. So, machen wir das Ganze wieder aus. Also ihr habt gesehen, das brennt sogar relativ lange. Muss ich nachher den Teller wieder richtig machen. So, jetzt haben wir hier natürlich schon direkt die Fire Steel Abnutzung. Aber ihr seht, und das ist eigentlich das Interessante, finde ich persönlich, durch dieses Fire Cord und den tatsächlich gut funkenschlagenden Feuerstahl hier dran, hat man die Möglichkeit, wirklich mit ganz, ganz geringem Aufwand sich hier Feuer zu machen. Hat jetzt gedauert, ich glaube 5 Minuten, bis die erste Flamme da war. Wenn ich also vorher ein bisschen was vorbereite, dann sollte ich EDC-technisch gut aufgestellt sein. Was ich doof finde, es gibt ja immer zwei Seiten, und zwar habe ich das gerade gemerkt hier bei dem Striken. Ich würde mich freuen, wenn man das Ganze mal weiterentwickelt, ja? Dass man einfach mal hier noch eine Schnalle zwischen macht, ja? Also quasi so noch eine Schnalle dazwischen macht, aber vielleicht nimmt sich das ja irgendwann mal an, ja, wobei ich gerade sehe, das hier ist auch ziemlich, auch schon angeknickst, also gewölbt, dass das die richtige Form kriegt, dass man hier eine Schnalle zwischen macht, dass man einfach diesen Teil rausklippen kann und vielleicht hier diesen Teil auch rausklippen kann und dann hat man einen Feuerstahl und einen Striker so einzeln, ohne dass man auf dieses Minimum hier reduziert ist. Das finde ich nämlich echt bei jedem Paracord am Mann doof. Finde ich, ist eine coole Idee. Könnte man sich mal überlegen, wer mal so intelligent ist und das macht, bitte einmal bei mir melden. Das Ganze möchte ich dann ausprobieren. Ja, ansonsten funktioniert das Ding natürlich super. Das haben wir jetzt gesehen. Zack. Lässt sich leicht tragen. Wiegt natürlich nichts. Ja. Und man hat immer Feuerstahl, Kompass und Pfeife dabei, ohne groß viel an seinem Schlüsselbund dran rumzuhängen. Ich meine, ich habe selber jetzt hier nur einen Schlüssel und einen Guthahn dran, wo auch vorher noch ein Feuerstahl dran war, den ich jetzt aufgrund von diesem Armband halt gesagt habe, den brauche ich nicht mehr, weil für Notfall reicht das vollkommen im urbanen Bereich. So, jetzt nochmal kurzer Perspektivwechsel. Hey, stopp, bevor es weitergeht. Und ich vergesse das, 100%. Ja, Natursauerland hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und unbedingt reingucken, saugeile Typen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. Sorry, habe ich vergessen. So, da bin ich wieder. Ja, was haltet ihr von diesem Fire Cord? Da möchte ich gerne euch bitten, was in die Kommentare zu schreiben. Genauso wie Paracord-Armband. Und
Ja, das Paracord-Armband ist jetzt natürlich keine Neuentwicklung. Es geht mehr um dieses Firecord, so wie ich das sehe. Achso, das Ganze gibt es bei Messerworld, habe ich ja schon gesagt. Und zwar zum Preis von 14,95. Drei verschiedene Größen, also für Handgelenke, für jeden Handgelenk ist dabei. Das Paracord, was hier verbaut ist, sind natürlich 550er. Und ja, ansonsten hoffe ich, die kleine Demonstration hat euch gefallen. Und achso, ja, aufgrund des guten Zunders hält das hier natürlich sehr, sehr gut. Wenn man das mal kurz mit dem Feuerzeug dran macht, dann ist das schön. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Anregungen oder sowas habt, schreibt es mir auch gerne. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Euer Tactical Dad. Schön dran denken. Immer schön abonnieren und Glocke drücken, weil, richtig, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Wobei ich in letzter Zeit immer ein bisschen schlampig werde und die nicht um 9 Uhr hochlade, weil ich so viel Nachtschicht habe. Aber so ist das halt im Leben, ne? Man kann sich ja nicht alles aussuchen. Tut mir leid. Ist halt so. Ja, ich bemühe mich wirklich weiterhin schön, 2 Videos die Woche zu produzieren, damit ihr auch ja nicht genug von dieser Hackfresse hier kriegt. Und, so. Ja, was war noch? Achso, genau. Guckt mal auf Instagram vorbei. Da gibt es übrigens auch die Firma Messerworld und so auch mich. So wie jetzt auch den Timo. Also The New Edge Outlaw. Guckt mal rein. Ich wünsche euch einen tollen Tag und da ist noch ein Video, da ist noch ein Video und da machen wir diesmal den Abonnieren-Button hin. Bis dahin, euer Tactical Dad. Ciao.